Ihr habt Socken gewaschen und plötzlich habt ihr nur noch eine Socke in der Waschmaschine und die andere ist spurlos verschwunden. Also ich glaube, das kennt jeder und hat jeder schon mal erlebt. Und deswegen haben wir uns einen DIY-Katzenhack ausgedacht, wie ihr eurer Katze aus so einer Socke etwas Spannendes basteln könnt. Und nicht nur das, weil Weihnachten ist, verlosen wir 3 von den selbstgebastelten Spielzeugen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Viel Spaß dabei! Ihr braucht dafür eine Socke und 2 Tennisbälle. Ihr könnt eine ausrangierte Socke nehmen. Wir haben jetzt hier eine neue gekauft mit Katzenmuster. Ja, die Socke sollte natürlich keine Sneakersocke sein, sondern hier höher. Und wir haben jetzt hier Größe 40, 42, damit da auch ein bisschen was reinpasst. Jetzt kommen die Tennisbälle ins Spiel. Der erste Tennisball wird in die Socke reingesteckt und so weit geschoben, dass er dahin kommt, wo normalerweise die Ferse ist. Jetzt macht ihr hier vorne im vorderen Teil der Socke einen festen Knoten rein. Schön festziehen, dass da auch nichts verrutscht. Der zweite Tennisball wird auch dazu gesteckt. Und jetzt könnt ihr sogar das Ganze noch ein bisschen pimpen. Und zwar indem ihr Baldrian oder Katzenminze noch mit reingebt, dann riecht das auch noch mal interessant für eure Katze. Also wir haben hier so getrocknetes. Falls ihr irgendwie Baldrian oder Katzenminze Spray nehmt, dann solltet ihr es aber innen auch in die Socke reinsprühen und nicht draußen. So, das Ganze noch mal so ein bisschen verreiben und dann auch hier einen Knoten reinmachen. Und schon ist euer Katzenspielzeug aus der Socke fertig. Es riecht jetzt natürlich interessant. Die Katzen finden es auch interessant, dass hier irgendwie noch was raussteht. Und der Nanjo liebt es total, ja, mit den Vorderpfoten den einen Ball zu greifen und mit den Hinterpfoten dann hier hinten zu kratzen. Wir gucken uns jetzt mal an, wie es den beiden gefällt. Ihr könnt das Ganze sogar ein bisschen als Fummelbrett benutzen. Also ich mache hier Leckerlis rein. So. Auch schön weit hinten reinschieben, dass es nicht so leicht für die beiden ist. Dann zeige ich Ihnen das nochmal. Und jetzt warten wir mal ab. Gesehen, Coco und Nanjo fanden dieses Spielzeug sehr interessant und schön. Wir haben euch auch noch 3 davon gebastelt und möchten die gerne verlosen und euch noch vor Weihnachten schicken. Dafür kommentiert ihr bitte hier unter dem Video, was das Lieblingsspielzeug eurer Katze ist. Zeit dafür habt ihr bis zum 15. Dezember 2017. Wir machen die Verlosung auch auf unserem Instagram-Profil Coco und Nanjo. Da blenden wir euch jetzt gerade nochmal den Insta-Namen ein und verlinken es auch nochmal in der Infobox. Viel Spaß beim Gewinnspiel und falls wir uns nicht mehr sehen, schöne Weihnachten. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wie immer, über einen lieben Kommentar, über einen Daumen hoch und ganz besonders, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.